Milliardenauslosung von El Gordo, mehrere Deutsche unter Gewinnern. Bei der diesjährigen Ziehung von El Gordo waren auch mehrere Deutsche unter den Gewinnern. El Gordo ist der totale Lottowahnsinn. Im Gewinntopf der spanischen Megalotterie lagen 2,4 Milliarden Euro. Die Auslosung am Freitag vor Weihnachten dauerte 4 Stunden und bescherte auch 4 Deutschen einen fetten Gewinn. Sie haben die richtigen Nummern für den Hauptgewinn von 4 Millionen Euro getippt, meldete der deutsche Glücksspielvermittler Lottoland. Da die Spieler jeweils ein 20. Los gekauft hatten, erhält jeder 200.000 Euro. Dieses Jahr haben rund 150.000 Deutsche bei El Gordo offizieller Name, Sorte de Navidad, mitgespielt. Doppeltes Glück für die deutschen Gewinner, sie müssen im Gegensatz zu den spanischen Spielern ihren Gewinn nicht versteuern. Der El Gordo Wahnsinn. Gezogen wurden die Gewinner aus 2 Lostromen, einem Mordstopf mit 100.000 Holzkugeln mit Losnummern von 000.000 bis 99.999 und einer kleineren mit den Gewinnstufen. Die Zahlen und Gewinne wurden traditionell von Schulkindern gesungen, richtig gelesen, gesungen. Die Ziehung ist eine Megashow. Schulkinder singen die Gewinnzahlen und die dazugehörige Gewinnquote. Foto, mo/epaf/rex/schwistock. Ganz Spanien im Lottofieber. Hunderte Menschen fieberten bei der Ziehung im Madrider Opernhaus mit, viele von ihnen kostümiert, um sich mit dem irren Outfit der irren Gewinnsumme anzupassen. Dazu Millionen Spanier, die am Fernseher die Auslosung verfolgten. Im ganzen Land gibt es Tippgemeinschaften, die sich Lose teilen. So kam es schon dazu, dass ganze Dörfer gewonnen haben. Mutter und Sohn feiern, dass das Gewinnerlos in ihrem Geschäft verkauft wurde. Foto, Susana Ferra Reuters. Für die spanische Weihnachtslotterie El Gordo werden die Gewinnzahlen aus einem gewaltigen Lostopf mit 100.000 Holzkugeln gezogen. Foto, Hidalgo/epaf/rex/schwistock. In Spanien ist die Lotterie seit mehr als 200 Jahren, gegründet 1812, eine Institution. Die Ziehung wird im ganzen Land verfolgt und findet jährlich am 22. Dezember ab 9 Uhr statt. PS, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild? Denise.